Ich habe, um ganz ehrlich zu sein, überhaupt keine Ahnung, wie ich den Vlog hier starten soll, weil ich jetzt auch eine halbe Ewigkeit kein Video mehr gebracht habe. Jetzt hat sich aber die Chance, die Gelegenheit ergeben, ein Video zu machen bzw. einen Vlog, weil ich mit drei Leuten, also drei Freunden aus meinem Studiengang nach Antwerpen fahre. In knapp 4 Stunden, um 24 Uhr fahren wir los, weil morgen der Sample Sale in Antwerpen ist. Ist leider nur der zweite Tag, weil wir haben es heute nicht geschafft wegen der Uni. Deswegen den ersten Tag haben wir verpasst. Aber wir versuchen dann morgen, also am zweiten Tag vom Sample Sale, so früh wie möglich da zu sein, dass wir dann auch vielleicht eventuell ein paar gute Sachen abstauben können. Und das ist so der Plan, dass wir halt später losfahren. Wo genau ich überall hingehen werde, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich so priorisiere. Ich glaube, einerseits zur gleichen Zeit ist An und Raff. Ich bin sogar am Überlegen, eher zu An zu gehen, weil ich ihre Sachen momentan ein bisschen mehr mag, wenn man das so sagen kann. Also ich hätte gern einfach ein Schmuckstück von ihr, weil ich finde, sie macht sehr coolen Schmuck. Oder auch ein paar Stiefel von ihr. Und von Raff sagt mir gerade eher weniger zu. Und danach gehen wir wahrscheinlich alle zusammen zu Dries, weil das beginnt erst um 13 Uhr und der andere Spaß beginnt schon um 11. Deswegen werden wir uns auch so trennen. Ich glaube, die anderen zwei gehen zu Raff. Und dann werde ich noch mit einer Freundin zu angehen, weil sie da auch gern hin möchte. Ansonsten, was wir so machen, ist wie immer eigentlich ziemlich offen. Ich werde aber so viel wie möglich versuchen zu filmen, euch mitzunehmen und einfach einen guten Eindruck von Antwerpen zu bringen. Und ich hoffe, ihr habt wenigstens so ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Jetzt zieh noch mal vor und tu sie, wenn den reinschiebt, so was weiß ich, ey. Der soll schießen, ne? Also wir sind jetzt gerade in Antwerpen angekommen. Wir haben irgendwie viel länger gebraucht, als wir geplant haben, weil wir noch zum Maggis gegangen sind und uns dann verfahren haben in Mannheim. Und ja, das ist ein bisschen problematisch, aber jetzt sind wir da und wir laufen es gerade so an. Die anderen beiden sind schon, wie gesagt, gerade auf dem Weg zu Raff. Und dann treffen wir uns, glaube ich, bei Dries. Genau, dann schauen wir einfach mal, ob noch was da ist, weil wir erst am zweiten Tag jetzt es gepackt haben, hinzugehen. Und genau, wie das Ganze abläuft, auch wie das mit der Reihenfolge ist, wie du reinkommst und auch, ob man da jetzt irgendwelche Tickets braucht, weiß ich nicht, aber wir schauen einfach mal spontan, wenn wir da sind, wie es abläuft. Die Lage ist gerade folgende. Wir sind jetzt im Airbnb. Wir waren zuerst bei An und Heide, dann sind wir zu Raff gegangen und als letztes noch zu Dries. An und Heide waren eigentlich ganz cool. Wir hatten von allen so mit die meiste Auswahl. War eigentlich ein sehr großer Raum. Nur die Preise waren mega übertrieben, deswegen war das ein bisschen stressig. Aber ansonsten war es sehr interessant, also An und Heide. Dann bei Raff muss man sagen, es gab schon coole Sachen, aber der Rabatt war einfach komplett unnötig. So, also
es hat überhaupt nichts gebracht oder hätte nichts gebracht, da was zu kaufen. Deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Und im Dries fand ich bisher einfach am geilsten, weil die Preise waren brutal krank. Die Auswahl war von allen am größten und auch die Pieces waren echt sehr schön. Deswegen habe ich mir auch da eins zugelegt und am Ende vom Video stelle ich dann und wahrscheinlich auch noch meine Freunde, mit denen ich hier bin, ihre Pickups vor, die wir so in Antwerpen getätigt haben. Genau, was Problem war bei Dries, man darf nicht filmen, ich habe eigentlich ein paar Videos gehabt. Nur dann kam einer zu mir und hat gemeint, ich muss alle Videos löschen, stand so neben mir. Hat gewartet, bis ich alle gelöscht habe, deswegen kann ich da leider keine Videos zeigen. Jetzt sind wir gerade im Airbnb und ich denke, wir gehen heute ziemlich zeitig ins Bett, weil wir halt die ganze Nacht nicht geschlafen haben und morgen, mal schauen, gehen wir, glaube ich, vielleicht nochmal in ein paar Läden, weil es heißt, dass die immer wieder neuen Stock bekommen, also dass immer wieder neue Sachen reinkommen und sich also lohnt, da mehrmals reinzuschauen. Und genau das ist so der Plan, was wir morgen machen. Wir gehen wahrscheinlich auch noch ein paar Sehenswürdigkeiten, wenn man das so sagen kann, ansehen und in ein paar Vintage-Designer-Stores. Wir haben es auch schon den zweiten Tag und wir werden jetzt zu den ganz normalen Vintage-Stores gehen, die man hier eigentlich kennt, also Rosier 41, Freitagmarkt und Labels Inc. Und dann nochmal zu Raff schauen, ob der vielleicht jetzt bessere Preise hat, weil ich kann mir nicht vorstellen, was die mit den Sachen machen. Wenn die nicht verkauft werden, schmeißen die einfach weg oder die müssen ja die wollen nicht mehr wegkommen, deswegen wäre es schon schlau von denen ihrer Seite, die Vergünstigung wegzuhauen. Dann treffen wir nachher noch mit einer Freundin, wir gehen, glaube ich, einen Kaffee trinken und ansonsten wollen wir dann noch in den Club gehen, aber ob wir das wirklich machen, weiß ich nicht. Roomtour vom Airbnb, wir haben echt richtig Krankes bekommen, kommt auf jeden Fall auch noch, aber es ist gerade ein bisschen dreckig, deswegen filme ich es, glaube ich, wenn wir wieder nach Hause gehen. Also es waren jetzt gerade noch in zwei Vintage-Läden in Rosier 41 und Labels Inc., aber ich habe leider nichts gefunden dort. Und ich treffe mich jetzt gleich mit einer Freundin in der Bar und danach gehe noch einkaufen, weil ich allgemein noch ein paar Süßigkeiten und andere Sachen mitnehmen möchte. Eine Haul gibt es am Ende des Videos auch noch und es ist einfach mega krank hier so. Ich laufe gerade zu dieser Bar und Antwerpen hat einfach so viele vielfältige verschiedene Häuserarten, Stile und es ist auch mega schön. Ich versuche auch so viel wie möglich einzublenden, dass ihr so ein bisschen Eindruck von der Stadt bekommt, weil es einfach wirklich eine mega schöne Stadt ist und es lohnt sich allein schon wegen der Architektur hierher zu kommen. Sowas, keine Ahnung, sowas Industrielles. Wir haben es gerade den letzten Tag. Ich bin wie die anderen auch komplett übermüdet, weil es gestern ein bisschen zu spät geworden ist. Aber
Was ich noch nicht gemacht habe, ist euch das Airbnb gezeigt. Und das werde ich jetzt tun, weil wir haben was richtig Krankes bekommen. Dort hinten, durch diese Öffnung, kommt man rein. Dann haben wir hier so einen kleinen Extraraum gehabt. Und dann ist man hier in den Hauptsaal reingekommen. Da war dann direkt die Küchenzeile, keine Ahnung, ob das so heißt. Und hier so ein richtig riesen Tisch, der Boden mit so einem mega coolen Granit oder einer anderen Steinart. Ich kenne mich da jetzt nicht so besonders aus. Da hinten war eine Pflanze, hier war so eine, oder was heißt war, hier ist so eine richtig coole Bank, auch mit einer Pflanze drauf. Und auch, dass die hier einen Garten hatten, fand ich auch mega cool, weil so für eine Wohnung in der Innenstadt ist halt nichts Gegebenes. Dann haben hier zwei gepennt und da ist ein Fernseher. Dann konnte man hier hochgehen mit der Treppe. Die ist ein bisschen sketchy, weil die Stufen so klein sind. Und was dann auch brutal krank aussieht, ist hier das Schlafzimmer gemischt mit Bad. Hier hängen auch überall solche Lampen rum, also nicht so irgendwie an der Decke sind spezielle Dinger, sondern ihr seht es auch überall, dass solche Glühbirnen runterhängen. Da haben wir hier noch einen Balkon, den haben wir aber eigentlich überhaupt nicht genutzt. Hier, wie ihr schon gesehen habt, das Bett und dann war hier das Bad, was auch mega cool aussah. Hier haben wir noch die Dusche und dahinter ist dem Vermieter sein Platz. Was ein bisschen behindert war, ist, dass hier das Klo ist und da direkt ein Bett. Und wir haben erst am zweiten Tag mitbekommen, dass wir auch noch ein anderes Klo haben, weswegen wir bis dahin immer dann, ja, die Geschichte ist eigentlich scheißegal, das war zumindest ziemlich beschissen, dass wir gedacht haben, wir hätten nur da eine Toilette. Aber wir verlassen jetzt Airbnb, wir gehen jetzt nochmal zu Dries, weil es heißt, dass er, oder weil was heißt es, weil man sagt, dass er immer wieder neue Sachen reinpackt jeden Tag, deswegen lohnt sich schon mal vorbeizukommen. Dann gehen wir was essen und noch auf diesen Grote Platz mit der grünen Statue drauf. Schon wieder eine Woche später, seitdem wir von Antwerpen wieder zurückgekommen sind, und jetzt drehe ich kurz das Latest Pickups Video von den Einkäufen, die ich während des Sample Sales getätigt habe, und um es nicht künstlich in die Länge zu ziehen, fangen wir direkt an. Ich habe auch nicht wirklich viel gekauft, es waren insgesamt zwei Teile, ein Accessoire und eine Hose, und eigentlich bin ich froh, dass ich nicht mehr gefunden habe, sonst hätte es meinem Geldbeutel wieder ziemlich weh getan. Und mit den Teilen, die ich gefunden habe, bin ich sehr zufrieden, weil für den Preis, für die ich sie bekommen habe, war das einfach ein mega guter Kauf, oder waren das zwei mega gute Käufe. Und wir fangen direkt mit dem ersten Kauf an, und zwar ist eine Jeans von Dries van Noten oder Dries van Nauten. Keine Ahnung, ob es jetzt Noten oder Nauten ausgesprochen wird. Es ist eigentlich eine sehr schlichte, normale Jeans, hat aber hinten, hier oben und an beiden Seiten vom Hosenbein solche Nieten. Ich hoffe, man kann das erkennen.
Deshalb finde ich die Hose ziemlich cool. Also wäre es eine ganz normal schlichte Jeans mit so einer dunkelblauen Waschung gewesen, hätte ich es wahrscheinlich nicht gekauft. Aber diese Nieten geben so dem Ganzen ein bisschen Western-Style, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich habe jetzt 100 Euro bezahlt. Retail war ein bisschen über 300. Deswegen finde ich, dass es voll klar geht. Und mehr gibt es über die Hose nicht wirklich zu sagen. Ich finde den Schnitt auch sehr schön. Oben ist sie ein bisschen enger geschnitten. Und gegen unten wird sie dann auch ein bisschen breiter. Ich versuche auch irgendwo mal ein Bild einzublenden oder ein Fit-Video zu machen. Das zweite Pickup ist ein Accessoire von Andy Müllemeester. Es ist so eine Kette hier, ich hoffe, man kann es erkennen. Jetzt. Das ist eine Kette, die an einem Stofffaden hängt und dann sind so ganz viele kleine Kristalle, Fake-Kristalle da, die auf so einem Metall oder oxidiertem Silberstück sitzen und dann gibt es so ganz kleine durchsichtige Perlchen da, wo auch nochmal durch den Faden gehen. Hier hinten, ganz klein am Verschluss, ist nochmal das an den Millimeter-Tag. Ich hoffe, man kann es jetzt auch sehen. Und zumachen geht auch eigentlich ganz einfach. Man muss nur dieses Verschlussdingens hier nehmen und dann durch den Faden durch. Und dann hat man das auch. Ich habe jetzt für die 35 Euro bezahlt, was mega klar geht. Dafür, dass ich sie dann in einem Vintage-Designer-Store ein paar Stunden später für 140 gesehen habe. Deswegen bin ich mit dem Kauf auch sehr zufrieden. Also nicht nur, weil es jetzt so ein Stil war, sondern weil es auch einen sehr coolen Look kreiert, so ein bisschen dieses Femininere raushebt. Und genau, mehr gibt es darüber nicht wirklich zu sagen. Das waren jetzt insgesamt die beiden Pickups, die ich getätigt habe. Und ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wie immer, tut mir noch einen letzten Gefallen. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.